Herzlich willkommen zum TechniSat Smart Home Tutorial Innensirene 1. Unsere Innensirene 1 arbeitet mit einem Alarmton von bis zu 110 dB. Dieser schreckt Einbrecher ab oder alarmiert die Nachbarschaft. Das Gerät wird mit einem mitgelieferten USB-Kabel an Strom angeschlossen. Da das Gerät mit Strom arbeitet, ist es gleichzeitig in unserem Smart Home System als Repeater anzusehen und kann dadurch andere Geräte in der Reichweite unterstützen. Im Zusammenspiel mit den Sensoren, die wir im Haus verbaut haben, zum Beispiel Tür-Fenster-Kontakte oder Bewegungsmelder, die dann scharf geschalten sind, kann die Sirene bei Einbruch Alarm geben. Zur Montage des Gerätes befestigen wir die mitgelieferte Platte an der Wand. Diese Platte ist gleichzeitig auch Manipulationsschutz. Bedeutet, wenn Unbefugte die Sirene von dieser Platte trennen, löst der Alarm aus. Gleichzeitig löst der Alarm aus, wenn das Stromkabel aus dem Gerät getrennt wird. Wenn aber die Stromzufuhr im Haus mal komplett weg ist, arbeitet das Gerät mit einem integrierten Akku und die Sirene ist bis zu 3 Stunden immer noch aktiv. Zum Einbinden in das System finden wir wieder auf der Hinterseite einen Knopf. Dieser ist zu betätigen, um das Gerät in unsere Connect-App zu inkludieren. Dies zeigen wir Ihnen jetzt in unserer App. Jetzt gehen wir in den Smart Home-Bereich. Verbinden uns mit unserer Zentrale. Und wählen unten rechts diesen Schraubenschlüssel aus und sagen neues Gerät einlernen. Jetzt suchen wir die Innensirene 1 und betätigen den Knopf. Schritt 2, Inbetriebnahme. Die Innensirene 1 muss mit dem mitgelieferten USB-Netzteil betrieben werden. Zur Inbetriebnahme entfernen Sie bitte die rückseitige Häuserabdeckung. Als nächstes tippen wir auf Weiter. Der Einlernprozess ist noch nicht gestartet. Tippen Sie zunächst auf das obige Icon, um den Einlernprozess der Zentraleinheit zu starten. Betätigen Sie mit einem spitzen Gegenstand innerhalb von 1,5 Sekunden dreimal die Lerntaste. Die Lerntaste befindet sich rechts über der Batterie. Jetzt sehen wir, dass das Gerät mit der Zentrale verbunden wird und die nötigen Informationen miteinander austauscht. War dieser Prozess erfolgreich, können wir der Sirene einen Namen geben. In unserem Fall nennen wir das Gerät Sirene Flur. Betätigen mit OK. Jetzt legen wir das Gerät noch virtuell in den Flur. Gehen dazu auf die 3 Punkte, zum Raum hinzufügen und wählen hier den Flur aus. Als nächstes gehen wir in den Flur und sehen da unsere Sirene. Der Schaltzustand der Sirene ist aus. Würden wir die Sirene jetzt betätigen, würden 110 dB Alarmton ertönen. Welche Möglichkeiten wir am Master Display haben, zeigen wir Ihnen jetzt. Zurück am TV-Gerät gehen wir jetzt in den Smart Home-Bereich. Dies tun wir mit der Optionstaste auf unserer Fernbedienung. Hier haben wir jetzt einmal den Komplettüberblick, können in den letzten Raum gehen oder alle Geräte anzeigen. In unserem Fall gehen wir in den Komplettüberblick. Hier finden wir jetzt alle Räume, Szenen und Geräte, die wir angelegt haben. In unserem Fall das Bad, die Flur und das Wohnzimmer. Da wir die Innensirene in den Flur gelegt haben, gehen wir jetzt auch in den Flur rein. Hier sehen wir die Sirene. Zum Demo-Zweck werde ich diese jetzt mal auslösen. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, über die Optionstaste weitere Informationen über das Gerät herauszufinden. In diesem Fall klar der Typ Innensirene 1, Schaltzustand aktuell aus und Bewegungsalarm noch nicht ausgelöst. Das war unser TechniSat Smart Home Tutorial zur Innensirene 1.